Noch bis Ende November ist im Bürgerbüro Mitte eine Ausstellung der integrativen Fotogruppe Wir Irrlichter, verantwortet von den FotografInnen Irmi Tubesing und Paul Hartjens aus Detmold, zu sehen. Seitenwechsel heißt das Fotoprojekt, bei dem sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen vor der Kamera präsentieren. Brigitte Gläser, Leiterin der Evangelischen Akademie Oldenburg, weiß mehr dazu. Es sind zwei Fotografen, Fotografin und ein Fotograf, die vor 40 Jahren eine Gruppe organisiert haben mit, wie soll man sagen, mit Behinderten, mit Menschen mit besonderer Begabung und auch mit Nichtbehinderten. Und haben gesagt, wir wollen mit euch Fotografie lernen. Es ist ein Projekt, das es seit 40 Jahren gibt. Und es gibt tatsächlich Menschen, die hier auch jetzt zu sehen sind in der Ausstellung, die seit 40 Jahren dabei sind, die als sehr junge Menschen dazugekommen sind. Und wie gesagt, Behinderte und Nichtbehinderte, mal in aller Kürze gesprochen. Und man sieht auf den Bildern auch nicht, wer behindert ist und wer nicht. Auch die Behinderten haben selber fotografiert, aber haben sich auch porträtieren lassen und umgekehrt. Wunderbar, diese Ausstellung kommt ins Bürgerbüro. Man ist hier, weil man einen Ausweis oder einen Stempel braucht oder so dröge Sachen. Und die Bilder selber sind nicht dröge, auch wenn sie in Schwarz-Weiß sind. Aber sie strahlen etwas aus, wo man sich selber vielleicht auch anders sieht, weil man auf einmal einen melancholischen Gesichtsausdruck sieht oder Musik hier, Rock hier sieht, der eigentlich nicht hier hingehört, ja. Weil wir hatten hier vor 10 Jahren eine Ausstellung gehängt, Schublade auf Stempel drauf, weil das Bürgerbüro uns ja einordnet. Man kriegt einen Pass, eine Zugehörigkeit, entweder wird man eingeschlossen in die deutsche Gesellschaft oder ausgeschlossen, was beides sich nicht nur gut anhört. Plötzlich werden Grenzen gezogen. Und dieses Projekt selber will Grenzen eigentlich verwischen. Und deshalb erkennt man auch nicht, who is who, man erkennt nur Menschen. Und hier kommen sehr viele Migranten rein, auch, ja, die eben Pass brauchen. Und diesen Migranten auch ein Lebensgefühl zu vermitteln, dass es Lebenslust gibt und dass es nicht nur um Grenzen geht. Aus Corona-Gründen ist die Ausstellung im Bürgerbüro Mitte zurzeit nicht öffentlich zugänglich. Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros, die dort einen Termin haben, können noch bis Ende November die Wartezeit nutzen und Blicke auf die Ausstellung werfen.